Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Grüße haue ich erstmal raus. Und zwar am Uhu, P0 Gamer, Christian Helmut Bartjes und den Christian Schorli. Vielen Dank für eure Kommentare. Und Christian Helmut Bartjes, alles Gute zur bestandenen Prüfung. Er hat geschrieben, danke für das Video, heute die Prüfung bestanden. Und dann als erstes dein Video schauen, um runterzukommen. Ziemlich geil, freue ich mich, wenn das Video dir dabei sogar noch hilft, dass es dir doch super viel besser geht. Geil. Wie gesagt, alles Gute zur bestandenen Prüfung. Christian Schorli will auch so viel Credits haben in Star Wars Battlefront 2. Ja, die habe ich mir zusammengespielt. Der Uhu schreibt, habe ich da richtig gehört? 360 Watt eine Zahl mit der Performance? Nein, ich habe mich vertan. 630 Watt, ne? Du weißt schon, was ich meine. Gut, ja, du hast gesagt, wegen dem neuen System. Das ist unterwegs, denn jetzt, momentan, ist das mein Notfall-Setup. Es heißt, es steht rechts auf meinem Schreibtisch das Notebook, mit dem ich gestern die Folge getestet habe, deswegen habe ich es gestern mal getestet und nehme das Ganze auch wieder mit OBS auf, alles drum und dran, mein Hauptmonitor vom PC, alles, der ganze PC ist abgeschlossen, der hat heute richtig Rambazamba gemacht, der läuft jetzt so gut wie überhaupt nicht mehr und ja, da habe ich mir gestern auch schon ein neues Setup bestellt, da werde ich ein extra Video zu machen, vielleicht ein paar Sachen noch in der Folge verraten. Pino Gamer, hey Tim, wie kannst du dir eigentlich so eine Grafikkarte leisten? Schreibst du? Die 270 ist ja nicht so teuer, auf 3 Raten kann ich mir die schon leisten. Gut, das Notfall-Setup, ich habe es jetzt gerade eingestellt, die Folge kommt heute sau spät, es tut mir leid. Ich will aber unbedingt testen, ob das alles so klappt, wie ich mir das wünsche. Wir haben zudem noch ein Event-Wochenende und zwar Schnellspawn, aber nur in Gefecht und im Angriff. Da finde ich einfach keine Runden momentan, wir haben jetzt 13 Uhr bei mir. Ich kann ja mal gucken, ob ich eine Runde Angriff finde. Das wäre mal ganz fein, weil ich finde eigentlich nur leere Runden. So, wenn irgendwas ist mit der Performance, es ist jetzt wie gesagt mein Notfall-Setup. Ich bin froh, dass ich das Notebook noch habe. Mit dem habe ich ja gestern die Star Wars-Folge so aufgenommen, das hat ja ganz gut geklappt. Da habe ich aber nicht mit OBS aufgenommen, jetzt nehme ich das erste Mal mit OBS wieder auf dem Notebook und teste das erstmal so aus. Ich habe gerade schon eine Testaufnahme gemacht, das Spiel lief auch. Ist halt alles ein bisschen leistungsschwächer in so einem Notebook, ne? Und es ist ja auch kein High-End-Produkt. So, schade, da hat man eine neue Grafikkarte da unten schlummern und die kann, läuft nicht. Also wie gesagt, ich finde einfach nie eine Runde Angriff oder Gefecht, ne? Also es wird eigentlich auf PC rein nur noch galaktischer Angriff und Sternenjäger-Angriff gespielt. Angriff und Gefecht und sowas finde ich jetzt eher eh selten. Vielleicht am Abend mehr, aber so am Tage suche ich da eher verzweifelt. So, wir haben eine Runde Todesstern 2 gefunden. Drückt mir die Daumen, dass das alles läuft. Der Rechner wird nicht abstürzen. Nein, es wird auch kein Bluescreen kommen. Das Notebook läuft sehr zuverlässig. Es steht erhöht, damit es auch genug Luft saugen kann und nicht so heiß wird. Das ist ja so ein Problem bei Notebooks allgemein. Und bin ja mal gespannt, wie es euch gefällt. Ich bin gespannt auf jedes Kommentar. Mal gucken, ob das euch so passt. Na, wie gesagt, ist halt ein Notfall, bis das System zusammengebaut wurde und mir zugeschickt wurde. War nicht günstig, war aber auch nicht teuer, weil ich mir das aus Einzelteilen zusammengestellt habe. So, los geht's. Die Runde läuft schon. Ist ja ungewohnt. Ich habe die Maus und das kann ich spawnen. Traktorgenerator. Energielevel sinkt. Kann auch. Herzlich willkommen beim ersten Bug. So, gut, hat doch funktioniert. Alles klar, wie gesagt, ich spiele mit Maus und Tastatur, so wie ich das gewohnt bin, ganz normal. Die habe ich an den Notebook angeschlossen. Mein Hauptbildschirm, mein alter Hauptbildschirm ist jetzt nicht der vom Notebook. Ich habe da extra einen drauf. Also, der Notebook ist das Zweitmonitor sozusagen. Und ich habe jetzt vor mir den großen Hauptbildschirm Maus und Tastatur angeschlossen. Wird schon alles klappen. Ungewohnt. Ja, yeah, ein Fullskill. Sehr geil. Aber ich habe das Gefühl, wir werden direkt überrannt. Mein Gott. Die kommen von überall, ne? Die kommen hier verdammt von überall. So, wie gesagt, Performance. Ich hoffe, es läuft. Ich habe alles so eingestellt. Ich habe, wie gesagt, eine Testrunde gemacht, ne? So, lass uns einfach ein bisschen spielen. Und die Welt genießen. Also, ich werde gleich im Keller gehen nach der Scum-Folge, die ich dann aufgenommen habe, und da am Rechner ein bisschen rumschrauben, dann noch ein bisschen experimentieren. Zu verlieren habe ich da ja nichts mehr. Was mach ich denn blöd? Ich bin schon ganz aufgewühlt. Mann! Oh, den habe ich doch erwischt, oder? Im Sterben habe ich nur einen getötet. Seltsam. Ich habe noch ein ganz anderes Problem mit dem Sound. Ich krieg den Sound nicht leiser vom Spiel. Ich habe gerade alles ausprobiert. Der Sound wird einfach nicht leiser vom Spiel. So, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Wer heute stirbt, ist länger tot.
Das ist meins? Nein, ne? Eine Störung, war das? Meldung vom Oberkommando. Ein Elite-Agent wurde geschickt. Online. Jetzt kommt schon wieder einer von hinten. Das gibt's doch nicht. Angry Piper. Wo kommen die denn alle her hier? Ist das auf dem Notebook ein anderes Spiel oder was? Glaubst ja nicht. Ihr hört das wahrscheinlich auch rauschen im Hintergrund. Das Notebook ist super laut, finde ich. Aber ich habe es schon extra so weggestellt, dass es nicht die ganze Zeit zu hören ist. Wenn es eine Sekunde überleben hier. Der wird erstmal geblendet. Haha! Sie sind geblendet. Los, holt euch. Oh, leck. Wir verlieren den Kontakt zur Zeit. Oh, der ist ja nur mit WLAN verbunden, fällt mir gerade ein. Na, ist egal, das reicht ja hier. Einfach mal eiskalten Wookie. Traktorsteuerungssysteme fallen aus. Nikolai, ich hab dich gesehen. Irgendwie ist es ja komisch, das Gameplay, ne? Und? Ist einer? Ist keiner. Okay, wir verhindern das hier doch. Wir nehmen ihn ein. Verflucht. Ich finde das Bild ein bisschen matter bei mir. Aber gut Punkte gemacht. Ah, die werden es schaffen. Die werden es eiskalt schaffen. Ich darf nirgendwo spawnen. Ich darf einfach nicht spawnen. Hallo, Grievous. Boah, das Sound ist aber gut, ey. Upa. Ich weiß, hätte ein Geschütz hinstellen sollen. Allianzki! Ah, die kommt ja von da. Bewacht die Hauptwaffe und die Turbolaser. Hinterlasst keine Überlebenden. Erste Granate! Es ist halt super komisch, auf dem Notebook zu spielen, obwohl es eigentlich gar nicht das Notebook ist. Also, es ist. Ich muss mich gerade umsetzen. Ach, fuck, geh beim Umsetzen. Die lassen mich nicht mal umsetzen, die Arschlöcher. So, boah. Weil alles halt am Notebook angeschlossen ist, aber mein Hauptmonitor immer noch mein Hauptmonitor ist. Etwas verwirrend. Wo ist der? Die neue Ordnung des Imperiums ist ewig. Ja, aber sonst spielt sich das eigentlich ganz normal. Also, muss ich sagen. Boah, das steht ja fies, das Ding, ne? Das steht wirklich fies, wenn die da oben kommen. Okay. Weil die Soundanstellungen sind grundsätzlich ja anders. Vom Notebook jetzt gerade. So wie ich sie nicht kenne. Der Bammel. Ich will nicht mein Geschütz verlieren. Ey, wer schießt da drauf? Wer denn? Ah, glaub's ja nicht. Wookie steht da einfach eiskalt. Die Rebellen werden fallen. Aha. Was? Hallo, Latenz? Eine halbe Stunde später wegfliegen? Wo sind wir denn jetzt hier? Da steht ja die langsame Interverbindung. Witzig. Ich glaube, wir packen das hier. Inspirieren tue ich euch. Mit meinem verzweifelten Setup hier. Festige Position. Festige mal. Wo kommen die denn nicht? Alle Systeme im grünen Bereich. Hauptwaffe wieder online. Oder fast down. Todeshubler, kommst du mit mir? Für das Imperium und den Imperator. Ah, erstmal testen. Ist halt zufälligerweise noch eine seltsame Runde dazu, ne? So, Camper Tim. Vier Schritte. Rebellen lösen die Turbolaser-Abschaltung aus. Okay, noch mehr Schritte. Haltet diese Saboteure. Ach man, geschützt. Ich wollte schon, hab mich schon gewundert. Ich wollte doch campen. Mein Geschütz steht immer noch. Aber irgendwie wollen die das nicht erobern. Wir haben einen Elite-Agent im Einsatzgebiet. Wer heute stirbt? Und wem geblendet? Ja. Er kommt doch hier rum. Hallo. Wir schaffen es nicht. Und wir verdienen uns wieder ein paar Credits. Boah,
man hier eigentlich raus? Ne, das ist eine Glasscheibe. Finn ist erstmal geblendet. Mein Geschütz ist down. Spezialisierter Kämpfer zur Unterstützung eingetroffen. Boah. Was? Oh, von hinten kamen wir dann. Kackwookie. Jetzt haben wir genug Punkte für den Held. Aber die sind natürlich alle ausgebucht. Nee, sind sie nicht. Epische, egal, irgendwas. So. Oh, die haben es geschafft. Jetzt hätte ich doch lieber das wieder. Aber der könnte eventuell noch ein Level schaffen. Die Grafik steht nicht auf Ultra mehr, weil das schaffe ich mit einer Aufnahme gleichzeitig nicht. Obwohl ich nutze, könnte auch mal das andere Aufnahmeprogramm nutzen. Das war ganz gut. Da gibt es aber keine 60 FPS. Das ist blöde. Aber ich muss da noch ein bisschen experimentieren. So, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Dass ich sofort wieder versterbe. So als Held. Oh, darf ich nicht lang. Das heißt, sie kommen. Vielleicht bist du mal. Ach, direkt zwei Helden. Das kann doch nicht sein. Oh. Ja, drei Helden. Yoda war auch noch da und Aiden. Und nee, Aiden war ja meine Kollegin. Naja, wir haben einen Held down, ne? Wir sind gestorben und ein Held. Immerhin. Für ein Notfall-Setup ganz cool. So. Das sind immer Offiziere, die sehen immer aus wie... Die sehen immer aus wie unsere eigenen. Das ist immer ein bisschen irritierend. Guck mal hier, dann so Geschütz-Terror hier. Das Geschütz ist online. Boah. Blinde Attacke da vom Alleredelsten. Oh, was liegt da? Oh, eine halbe Stunde später? Nein. Ah, Mann! Okay. Ich muss ja gestern den Schreibtisch nur umräumen. Das ist so ungewohnt jetzt hier alles. Wirklich, das ist wirklich ungewohnt. Ich hab inspiriert. Schon Punkte gemacht wieder. Cool. So, mal schauen. Also das werden wir niemals schaffen. Niemals nie. Granate auf den Weg. Okay. Ich töte nie wem. Geschütz bereit. Ich werde ja auch gescannt. Wie bekloppt. Wo willst du hinschießen? Jawohl, geschützt, mach alles. Ist er das hingeflogen? Willst du sehen? Okay. Aua. Mann! Oh, guck mal. Eine Sekunde bevor ich ihn getötet hätte. So. Das komische Gefühl, keine Angst davor abstürzen haben zu müssen. Obwohl der Rechner es auch kann, aber ist kein Feature, was ich dazu gekauft habe. Die Pistole ist drüber, kannst weit werfen. Ui. Ja, hast du nicht geschafft. Sehr geil. Ihre Zeit ist abgelaufen. Mir fehlen unglaublich viele USB-Slots. Drei Stück hat das Ding, nur unseren doofen 3.1 USB-Slot, wofür ich überhaupt gar kein Gerät habe. So, war ich so gut, dass ich fürs Treppchen gereicht habe? Nein, ne? Nie im Leben. So gut. 19.000 Pünktchen. Kylo, oh komm ey. Ich bin so ein schlechter Held. Na, aber immerhin 10.000 Punkte, ne? Erfahrener Kylo Ren? Das hört sich an. Erfahrener Kylo Ren. So. Hoffentlich hört er das nicht so solle sausen, das Notebook. Dann weiß ich, vielleicht könnt ihr ja noch auf den Boden stellen, aber ich brauche ja auch das Display des Notebooks. Sonst, ich kann ja nicht noch mehr Monitore anschließen, leider. Naja, mal gucken, wie wir das hier kriegen, die Tage, bis der Rechner fertig wird. Wir könnten starten. Hier auf Todesstern ist die CR2 eine ganz tolle Sache, ne? Boah, am Sausen. Ohne Kopfhörer höre ich das erstmal.
ja fast. Der schmilzt ja fast vor Hitze. Nein, heißt es denn nicht? Ich weiß nicht, warum der so flink läuft. Da sind die guten alten Notebooks. Los geht's! Hier ist Major Shit an alle. An alle, die überlebt haben. Die Sache war anders geplant, aber jetzt sind wir hier. Wir kämpfen uns vom Todesstern frei. Wir brauchen ein neues Schiff und die Möglichkeit wegzukommen. Tops müssen den Generator des Traktorstrahls und die Kontrollstation ausschalten. Dann haben wir eine Chance. Was war das denn? Hä? Wo ist er hingeflogen, mein Puh? Okay. Plan. Wird er viel zu früh aktiviert? Boah. Da läuft der ein oder andere durch meinen Pups. Oh. Denn her? Da steht einer. Boah. Die letzte Sekunde noch genutzt. Boah, wo bin ich hier? Keine Chance. Sehr abenteuerlich. Sehr abenteuerlicher Ausflug. Sie sind desorganisiert. Der Generator ist abgeschaltet. Vor. Für dich ja. Müssen nur die Chance geben. Boah, guck mal, wie viele, ey, boah. Das war sehr abgesprochen. Da hat ja einer rechts geschrieben, dass das alle wirklich da machen. Hätte ich ja nie gedacht. Boah. Deckung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Zu viele. Boah, ja, nur ich wieder hier, ey. So. Da steht der eiskalt an der Ecke. Alle im Kampf. Na gut, starten wir mal normal. So. Auf jeden Fall ist das Bild sehr viel dunkler. Aber der Monitor hat ein helleres Bild. Das ist das auf dem Notebook für mich viel dunkler. Ich muss das unbedingt umstecken noch. Sie werden versuchen, die Abschaltung abzubrechen. In Stellung! Das ist schwerer, ich dachte, das wäre ein Furz gewesen. Ich depp. Ja, habt ihr das wieder gesehen? Wie kann man denn so Pech haben, ey? So. Noch zu wenig HP. Schade. Luke ist auch kurz vor 25. Wir sparen für einen Luke. Krass, ey, wir schaffen das hier. Wahnsinn. Sie schicken weitere Brigaden. Wir haben nicht viel Zeit, um die Turbolaserbatterie abzuschalten. Aber genau das werden wir tun. Und noch mehr. Und noch mehr. Wir sabotieren die Hauptwaffe und verschaffen damit unserer Flotte da draußen. Oh, noch weiter hinten kommt man wieder nicht spawnen, ne? Hier, das ist ein super Buff. Das ist voll gut gebrauchen gerade. Krass. Schön, nur Geschützchen. So. Boah. Hat irgendwie einen anderen Ton. Ich weiß auch nicht warum. Ein besonderer Kämpfer ist gerade eingetroffen. Was da draußen auf euch auf? Irgendwas habe ich schon geblendet. Gab Assists und Inspiration. Können wir die Tür aufmachen? Ich will nicht. Ein Schild. Deckung. Oh, und wieder was geblendet. Das ist einmal schön Assist, weil das macht ja auch manchmal Damage. Guck mal, geschützt ganz alleine steht da. Guck mal, ja, tot. Aber der hat ja auch. Von. Nein, boah. Und wer ist das Opfer? Ich bin wieder das Opfer. So, Lou kostet 4,5. Der müsste jetzt nur frei werden. Und dann könnten wir eventuell den zweiten Held auf lila Kärtchen trimmen. Da ist er noch nicht komplett fertig, ist klar. Das wäre natürlich ein schönes.
schönes Erfolgchen heute. Das auf den Notfall-Setup. Das wäre Hammer. Setup. Aber die Helden laufen rum und laufen rum und laufen rum. Ich nehme einen Held, bupp, tot. Ich weiß gar nicht, wie machen die das alle immer? Wie machen die das alle immer? Es ist echt Magic, würde ich sagen. So, ich habe es gerade bei OBS leiser gemacht. Das Spiel, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu leise geworden. Ja, ich bin einfach panisch. So. Alles wird gut. Das sage ich mir immer die ganze Zeit. Wow. Wow. Das war ja etwas risikobehaftet. Mann. Einmal Luke. Gib mir doch einen kleinen, klitzekleinen Mini-Luke. Danach könnt ihr doch, 2 Minuten später könnt ihr doch wieder spielen. Genau, geil. Du musst ja nicht viel schaffen. Ein bisschen nur. Ich hab Angst. Lieber zurück. Schaltet sie aus und bleibt in Bewegung. Ach nee, ne? Ich rede ja platt, wenn er kommt, aber gut, er ist genauso feige wie ich. Aber ich muss noch was machen, sonst gibt's kein Level ab. Ist immer so schön flink, so ein Jedi. Ich sperre dir an. Seine Spinnensensoren vibrieren. Jawohl, da ist das Level ab, oder? Wow, guck mal, wie schnell die den Helden kriegen. Das war Level 25. Ach, das war auch was. Okay. Boah, ich war da voll im Nest drin. Ich hab voll das Herzrasen. So ein Scheiß. Aber Luke ist gelevelt. Ist das genial. Und das in meinem Notfall-Setup. Ich muss auch ganz viele Kabel entheddern jetzt. Ich werde richtig was machen müssen heute und morgen. Das wird so eine Arbeit hier. So, ich laufe einfach mal irgendwo hin. Radau und Remi Demi. Der Sound ist ganz anders irgendwie. Irritiert das einen, wenn eine Ton anders ist von einem Spiel? Also stellt sich da irgendwie auf irgendeinen komischen Dolby-Digital-Sound ein, das Notebook? Den ich gar nicht habe? Okay. Schon wieder eine Offizier verwechselt. Das war doch, guck mal. Achtung, Granate geworfen! Okay, wie viel HP hat denn der Arsch? Boah, boah. Ich sehe nichts. Boah, die waren gut geschossen, wenn das dumme Geschütz. Oh. Verkackt! Gut, ich muss aber jetzt Feierabend machen. Wollen wir Mittagessen haben? Krieg ich nämlich keinen Mittag gerade. Weil ich die ganze Zeit hier am Rumbasteln bin. Kein Treppchenplatz. Ist aber nicht schlimm. Bin gespannt, ob die Aufnahme was geworden ist. Ich habe es zwar wie getestet. Oh, ist das herrlich. Und Sachen beenden und danke fürs Zusehen.